Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es müsste mal auf die Uhr gucken. 7:15 sein oder so. Schauen wir mal. Uhr. Genau, und ich beginne jetzt meinen Tag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es ist natürlich noch dunkel draußen. Aber das ändern wir gleich, beziehungsweise Allah ändert das bestimmt gleich. Die Nacht war, oh mein Gott, es war richtig, richtig stürmisch und richtig laut und richtig regnerisch. Und die Hunde haben gebellt, die haben auch ziemlich lange gebellt die ganze Nacht. Die waren richtig unruhig die ganze Nacht. Ich habe gehustet, aber naja, dazu nachher mehr. Mal gucken, was meine Hunde machen. Geschlafen. Jedenfalls nicht auf den neuen Dingern, die ich die dahin gestellt habe. Da haben die nicht geschlafen. Keine Ahnung. Es ist kalt. Ich habe gefroren heute Nacht. Also die Decken sind eindeutig zu kalt, ne? Ich muss mir da irgendwas einladen. Ich habe so richtig von innen drin gefroren, obwohl ich wirklich jetzt schon zwei Decken habe. Das geht nicht. Ich muss mir dann warme Decken holen. Egal, wo, wie, wann, irgendwie muss ich das machen. Uah. Ich habe wirklich gefroren, so richtig von drin. Ich kenne das ja auch von letzten Jahr. Das ist wirklich unangenehm. Und ich, keine Heizung, keine, will ich alles nicht. Ich mag das nicht, wenn das so warm ist im Zimmer. Deswegen. Die haben die ganzen Palmenwedel, die da runtergefallen sind, hervorgeholt. Alles voller Palmenwedel hier, Leute. Was habt ihr gemacht, hä? Alles voller Palmenwedel hier. Sag mal. Und ihr habt auch welche wieder von diesen grünen Palmen abgerissen. Richtig schlimme Finger seid ihr, ja. Guck, ich hab die ganzen Kopftücher da hingelegt und jetzt habe ich mir wieder neue aus der Schublade geholt. Ne? Ich habe die da extra alle hingelegt und das sieht so ordentlich aus, unordentlich aus. Jetzt habe ich mir wieder neue geholt. Das ist nicht wahr, ne? Nee, du. Ja, das kommt, ich schmeiß die immer irgendwo hin und dann finde ich sie nicht, wenn ich sie will, brauche oder wie auch immer. Naja. Heute ist jedenfalls Montag und ich wünsche euch eine wunderschöne neue Woche. Mein Alanya sieht so aus. Hinten sind schon die Lichter alle zu sehen, die vom Abend noch herrühren und die gleich alle erlöschen werden. Allah Isimus, es wird gleich hell werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß heute. Wie gesagt, heute ist Montag und ich weiß noch nicht, was ich machen werde, aber da fällt uns bestimmt schon was ein am Vormittag oder gerade gleich. Auch jetzt habe ich vor, Videos zu drehen, weil ich habe keinen Vorrat mehr richtig. Ihr wisst, das mag ich nicht. Und Deutschland steht wieder an. Allah ist mir ja klar, das ist nicht so schlimm. Ich kann da auch drehen, aber ich weiß ja noch nicht so genau, was mich da erwartet. Das ist das Problem. Und solche Ungewissheit habe ich immer nicht so gern. Da habe ich die Videos auf Vorrat lieber. Außerdem bin ich auch schon mal fleißig dabei, die Hunde vorzudrehen, aber ich glaube, das werde ich unmöglich schaffen, weil ich viel zu viel am Vormittag jetzt die Hunde hochlade. Ja, naja, das ist nicht so schlimm, da kriegen wir schon irgendwas anderes hin. Ja, deswegen würde ich gerne drehen, aber was ich so
am Nachmittag dann genau mache. Bismillah, es ist immer noch, es blitzt immer noch, ne? Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich gehe ich ein bisschen mal runter wieder. Vielleicht ein bisschen mal zur LCY-Kiki oder so. Mal schauen. So. Und dann machen wir mal was zu essen hier. Beziehungsweise machen wir uns mal einen Kaffee. So, Flaschen. Ich brauche nicht mehr viele drin hier. Drei noch, das reicht. Okay. Das ist auch alle, ne? Ja, müssen wir einen neuen aufmachen. Ja, ist so. Jetzt habe ich noch auf drei Stück. Und das noch reicht. Das war nicht. Jetzt bin ich wieder bei euch. Ich habe jetzt einmal bei TikTok auch meinen Tag begonnen. Hier schon mal wieder ausmachen. Mein Kaffee habe ich dann auch schon fertig. Und ihr kennt das ja alle schon. Jetzt werde ich das einmal zu mir nehmen. Inzwischen ist es schon ein bisschen heller geworden. Guckt mal. Gar nicht lange gedauert, aber es ist weiterhin sehr wolkig und sehr regnerisch und unangenehm, muss ich sagen. So, einmal hier alles hingestellt. Die Hunde, die haben so ein Plastikteil gestern Abend gefunden. Und darauf kauen die den ganzen Tag schon drauf rum, ne? Und die ganze Nacht, ich sag's euch, das sieht hier aus. Oh mein Gott, guck mal, die haben die ganzen Palmenwedel. Zeig ich das, wenn es dunkel ist. Die ganzen Palmwedel, die ja runtergefallen sind von den Palmen in der Nacht beim Sturm, haben sich alle hierher geholt. Ich dachte erst, die haben diese grünen Palmwedel, aber das sind diese anderen. Ich dachte erst, die haben die ganzen grünen Palmdinger da abgemacht, aber haben sie gar nicht. Guck mal. Guckt euch das an. Die großen Palmwedel haben die hier alle hergeholt. Das ist alles beim Sturm wahrscheinlich runtergesaust. Die haben die sich alle hierher geholt, ne? Und mein Pool, oh nein! Eine reine Dreckgeschichte. Oh. Ja, da ist der ganze Saft hier das war ja alles nass hier gestern Abend, ne? Alles war da nass. Die ganze Erde ist in dem Pool. Und das passiert halt, wenn es im Sommer regnet und wenn dann der Pool voll ist, ne? Da kannst alles raus mal lassen und nochmal machen. Eigentlich regnet es hier nicht so oft im Sommer. Da muss man sich nochmal irgendwas ausdenken, ne? Aber ihr habt da ja echt ordentlich Dreck gemacht, ihr beiden, ne? Pascha, die hast du alle hierher geholt, stimmt's? Hast du die alle hierher geholt? Ja, hast du das gemacht? Sag mal. Und dann haben die da auch so ein Plastikteil gefunden, also nicht dieses Weiße, nicht den Abfluss, sondern die haben dann noch was. Keine Ahnung. Noch so ein schwarzes Teil haben die gefunden. Tschach mal, ich hab dir da gemacht heute Nacht. Ne? Guckt, die ganze Erde, seht ihr das? Ne? Die ist da runter, ne? Und dann ist sie da reingelaufen in den Pool. Und wenn das im Sommer passiert, ist das natürlich richtig mies. Ja. Da muss man sich auf jeden Fall was ausdenken. Da muss man so eine Barriere nochmal bauen, dass das da nicht runterfließen, also runterfließt. Naja,
So ist das, wenn die Autobahn kommt. Ich kann dann wahrscheinlich auch nicht mehr baden, ne? Gucken wir mal. Allah, wie sind wir es? Die spielen jetzt hier, die haben Hunger, aber die wissen ja jetzt schon, dass es noch nichts gibt. So, jetzt gucken wir uns mal die Misere an. Was habt ihr hier gemacht? Oh mein Gott. Sag mal. Oh mein Gott. Und das nehmen wir mal weg hier. Das habt ihr schon richtig schön kaputt gemacht. Nichts da. Nein. Das kriegt ihr nicht. Tue ich mal da oben hin. Wenn der Gärtner wegmachen, wenn er Zeit hat. Oh, kriegt er jetzt nicht hin. Hallo, kannst du da mal stehen bleiben? Ja. So, aber nicht auf die Köpfe fallen. Bitte. So. Oh, das sieht ja aus hier. Pascha will raus. Ich habe ihn noch eingesperrt. Guckt euch mal den Badesee an hier. So viel Regen in der letzten Nacht. Bald ist der Pool voll. Aber das ist nichts Ungewöhnliches, das ist normal. Also der füllt sich manchmal auch bis zur Hälfte. Und dann lassen wir ihn wieder ab. Ja, und dann füllt er sich wieder. Kommt halt, weil das Wasser hier runterläuft. Ne? Das läuft hier runter, kommt von da oben, von den anderen Grundstücken. Wir sind ja ein bisschen tiefer. Und dann läuft es hier rein. Und ja, wäre das jetzt Sommer, wie gesagt, würde der Pool dann auch so aussehen. Dann müsste man ihn ablassen. Zum Glück, Alhamdulillah, ist es uns, glaube ich, zweimal passiert oder so. Dreimal bisher, dass wir den ablassen mussten. Aber im ersten Jahr war es ganz schlimm. Und dann haben wir ja die Treppe gebohrt und seitdem ist es nicht mehr so extrem. Aber bei solchem Regen natürlich, da passiert das. Ja, mein Gott. Mal gucken, ich glaube, Bocci geht da jetzt nicht rein. Die bewacht ihr Futter da weiter, die hat ja noch was drin. Die ist sich nicht sicher, ob er da nicht rauskommt. Hahn hat auch gegessen, der läuft da hinten rum. Im Regen auf Futtersuche. Der hat aber von mir gekriegt. Eigentlich ist er satt, aber ja, Hühner essen ja den ganzen Tag. Ja, so sieht es aus, wenn es geregnet hat. Es wird schon so ein bisschen heller. Vielleicht kann man Hoffnung haben, dass das dann nochmal wieder aufhört gleich. Ja. Das ist halt hier im Winter öfters, ne? Gerade so Januar, Februar. Aber es hat schon echt extrem geregnet gestern. Die ganze Nacht. Es war schon nicht so schön. Ja, so sieht's aus hier bei uns. Und die haben die ganzen Palmwedel hierher gezogen, die dann wahrscheinlich alle da auf der Erde lagen hier hinten. Die haben die alle hierher gebracht, damit sie dann im Trockenen spielen können. Ja, sie bewacht da das Futter, die ist nämlich wieder satt, wieder zu viel drin. Ja, willst du nicht mehr essen? Hm? Immer lässt du das bisschen da drin, ne? Du sitzt da aber auf Wache, ne? Weil er schon im Anschlag ist. Schlingel. Ja, es ist kalt, ich habe zwei Pullover an und mir ist trotzdem ein bisschen kalt. Also es ist merklich abgekühlt seit gestern. Leider.